Heute zeige ich dir, wie man ölfreie Bratkartoffeln macht. Und zwar erstmal Kartoffeln vom Vortag schälen und eine Zwiebel schälen oder in dem Fall zwei, weil die so klein sind. Also erstmal die Zwiebeln in Würfel schneiden. Und dann kann man eigentlich hier die Pfanne schon anmachen, solange während man das macht. Und die mal heiß werden lassen. Oh, die Zwiebel springen schon freiwillig da rein. So. Und dann braucht man dazu etwas Wasser. Ja. Ist noch nicht warm. Platte ist an, also heiß werden lassen. Genau, dann ich habe hier ein paar Zwiebeln reingeschmissen. Das ist mein Indikator. Ja, wenn es anfängt zu zischen, ihr hört das, dann gebe ich alles dazu. Ich nehme gern die roten Zwiebeln, die haben mehr Vitamine wie die weißen. Und dann dürfen die da erstmal ein bisschen schmoren. Genau. Und dann gebe ich nachher Wasser dazu. Genau, jetzt duftet das. Die ätherischen Öle treten aus. Und eigentlich soll man da nicht rein mit dem Messer, weil das ist eine beschichtete Pfanne. Ich gebe da ein bisschen Wasser dazu, ganz wenig. Und jetzt wird es braun. Das kriegt seine Röstaromen. Und dann ein bisschen rühren. Ja, ein bisschen umrühren. Bis das Wasser vertrocknet ist und nochmal nachgießen. Und dann sind die Zwiebeln gegart. So, das mache ich jetzt nochmal und dann gebe ich auch diese Feuchtigkeit die geschnittenen Kartoffeln da drauf. Ja, so wieder verdampfen lassen. Ja, dann ist es wieder so angetrocknet und dann gebe ich noch mal Wasser dazu. Und auf diese Masse, die jetzt hier schwimmt, diese schwimmenden Zwiebeln, schneide ich meine geschälten Bratkartoffeln. Ja, gebe das so, schneide das schön dünn und gebe das da rein. Ich habe ein bisschen Angst, dass es spritzt und mich verbrennt und so weiter, ja, bis alle Kartoffeln da drauf sind. Und die lasst man einfach so liegen, ja, nicht drehen. Die dürfen da ruhig ein bisschen bleiben. Genau, da habe ich noch Zeit, neben mir meine Kartoffeln zu schälen und lasse die so. Ich habe die Hitze ein bisschen runtergenommen auf die Hälfte. So, die habe ich jetzt gut so 3 Minuten oder so gelassen und dann drehe ich die mal um. Genau, also da klebt nichts rein. Ich finde, das funktioniert gut. Und wenn du merkst, es wird dir reinkleben, ich würde da einfach ganz wenig Wasser noch so in die Mitte und die Pfanne dann so ein bisschen schwenken, dann läuft das Wasser da schon drunter. Genau. Dann würze ich das Ganze. Also ich gebe da dazu etwas Kräutersalz. Das kann man auch später am Tisch dann noch. Dann nehme ich diesen Paprika-Rosenscharf. Also das darf ein bisschen Schärfe haben. Da gibt es ja auch noch Paprika edelsüß. So. Dann gebe ich ein bisschen Kurkuma drüber, weil Kurkuma sehr gesund ist. Schreibe ich dir oben in die Ecke. Und schwarzen Pfeffer. Und dann kann man die Temperatur auch ein bisschen hochgeben. Ja, ich habe die jetzt auf 7. Das ist so eher oberes Drittel vom Herd. Genau. Und drehe das nochmal um alles. Ah ja, jetzt fängt das an, da unten reinzupappen. Das ist halt immer die Schwierigkeit, ja, etwas ohne Öl zu braten, aber es geht.
Ja, gebe ich hier auch noch ein bisschen Wasser rein. So, und löse das wieder ab da unten. Ich finde, das geht ganz gut. Man braucht ein bisschen länger, aber es geht. Ja, genau. Man muss ein bisschen spielen mit Rühren und Temperatur, dann geht das schon. Okay. Okay, so sieht das jetzt aus. Ja, das klebt natürlich hier etwas in die Pfanne und man kann das ablösen. So, ja, da muss man dabei bleiben. Das röstet sich, am Schluss wird es trocken, dann gebe ich dann kein Wasser mehr dazu. Aber mir ist es lieber, das klebt hier in die Pfanne, wie wenn das Öl in meinen Arterien klebt. So sieht das jetzt aus, ja. Dazu gebe ich jetzt noch einen Salat und das ist jetzt so für eine Person gerade. So sehen die aus. Die sind lecker. Die Farbe ist natürlich ziemlich gelb, weil durch den Kurkuma. Ja, das war's. So mache ich das. Oh.